Riders Republic. Willkommen, du bist bei Rich TV und erlebst die größte Action aus der ganzen Republic. Die blühendste Autosport-Community aller Zeiten. Okay, schicken wir unsere Augen mal Richtung Erde und schauen, was da los ist. Nimm das Abfahrtbike und tritt ordentlich in die Pedale.
Kontrollpunkte mit, aber flieg lieber nicht zu nah an die Sonne. Schon viel von dir gehört. Ich sehe da jede Menge Potenzial. Puh, ich bin übrigens Suki. Ob auf Rädern oder auf Brettern. Ich probiere alles aus. Ich bin jahrelang bei Wettbewerben angetreten. Dabei habe ich erkannt, dass es in der Republic so viel mehr gibt, als man auf den ersten Blick sieht. Es geht auch um Abenteuer, Erkundung und den Einklang mit der Natur auf einer ganz neuen Ebene. Naja, aber hier geht es nicht um mich, sondern um dich. Deshalb möchte ich dir gerne jemanden vorstellen. Sein Name ist Brett und er ist ein echt krasser Typ. Bike, Ski, Wingsuit, legendärer Status in allen dreien. Von den meisten nachgeahmt, von keinem erreicht. Brett und du, ihr könntet euch sicher gegenseitig unterstützen. Komm, mir nach! Dieser Ort hier ist The Riders Ridge. Es ist Herz und Seele der Republic. Ich nenne es gern ein soziales Epizentrum. Ziemlich cool, oder? Halt Ausschau nach den Trickwettkämpfen und Showdown-Runden. Da kannst du dich mit Freunden und anderen zusammentun oder gegeneinander antreten. Und du kannst jederzeit im Quattro-Dom abgehen. Live-Wettbewerbe für schnelle Runden. Und der Shop hier hilft dir dabei, immer stylisch zu fahren. Denn gut aussehen fühlt sich auch gut an. Platzstopp! Ihr habt die Shack Daddy Bandits. Suki! Wir kennen uns schon ewig. Wir sind ein Haufen verrückter Athleten, die regelmäßig Herausforderungen veranstalten. Irgendwann solltest du dich mal auf ihren Wahnsinn einlassen, denn die Events sind super krass und sie bieten ordentliche Belohnungen. Okay, also dann entspann dich vielleicht erstmal. Schau dich auf der Ridge um und komm zu mir, wenn du bereit bist. Dann stelle ich dir Brett vor. Cool? Hey, ich nochmal. Fast vergessen. Spazier mal hinter die großen Bildschirme. Die Aussicht ist top und ich habe ein Willkommensgeschenk für dich. Wir treffen uns danach beim Foodtruck.
Da stelle ich dir Brett vor, okay? Schön, du bist's. Okay, hör zu. Brett, von dem ich dir erzählt habe, ist eine echte Legende. Er ist derjenige, der all die coolen Leute überhaupt erst dazu inspiriert hat, hierher zu kommen. Er sucht nach Athleten, die das Potenzial haben, Champions zu werden. Oh, und naja, er fährt nicht mehr oft, also füllt er stattdessen unsere Mägen. Das ist seine Art, auf uns aufzupassen und dabei zu bleiben. Man kann nicht gut fahren, wenn man nicht gut gegessen hat, stimmt's? Komm schon, bleib locker und überlass mir das Reden. Hallo, Champ. Sieht aus, als kommst du von der Piste. Wie du immer sagst, das Leben ist kurz, also fahr so schnell du kannst. Richtig, genau das sage ich. Hey, hungrig? Ich habe einen Super Trooper Pilzburger mit extra Käse und er schreit deinen Namen. Danke, aber ich bin nicht zum Essen hier. Eigentlich will ich... Wow, du hast keinen Hunger? Was ist los? Lass mich ausreden. Ich will dir jemanden vorstellen. Devil Double Cheese mit Pommes. Hier, bitte. Brett. Ja, was? Das war einfach unglaublich. Die Hänge waren gar kein Problem. Und ich rede von krassen Manövern. Hey, kein Grund, ein Plakat aufzuhängen. Ich verstehe schon. Aber klar, natürlich tust du das. Aber ich sag dir, Brett, das ist der Real Deal, okay? Vielleicht dein nächster Protégé beim Riders Ridge Invitational. Protégé, was? Großes Wort. Okay, Sparky. Suki hat ein ziemlich gutes Gespür für sowas. Und es steht dir ins Gesicht geschrieben, dass in dir das gewisse Etwas brodelt. Aber am Invitational teilzunehmen, ist eine transformative Erfahrung. Transformativ? Glaub mir, ich weiß es. Ich war vor 10 Jahren selbst... 12. Suki! Bevor ich mich also entschließe, diese lange Reise mit dir in Betracht zu ziehen, lass es mich für dich zusammenfassen. Du musst 6 Disziplinen meistern. Jede besteht aus Wettkämpfen und einem glanzvollen abschließenden Mega-Event, das es zu überleben gilt. Dem Riders Ridge Invitational. Yeah, baby! Also, wenn du dir daran nicht den Kopf zerbrichst, dann... Dann, ja, okay, dann gebe ich dir eine Chance. Oh, yes, endlich. Würdest du so viel rennen wie reden, wärst du in okay. Topform. Sorry, wow. Nochmal zurück. Etwas schneller ist gut. Genauigkeit ist besser. Versuch's mal, vielleicht gefällt's dir. Komm mit, Kid. Also, es gibt jede Menge Auswahl. Mammoth, Teton, Yosemite, Zion, Sequoia, Bryce und mein persönlicher Favorit Canyonlands. Alle einzigartig auf ihre Weise. Nun, ein eindrucksvoller Auftritt ist genauso wichtig wie ein gutes Finish, also überlasse ich dir mein Vögelchen. Wahnsinn! Ich weiß. Das hat er mir noch nie angeboten. Alles locker. Der gehört mir. Irgendwie. Ich habe ihn beim Kartenspiel gewonnen. Ich habe keine Papiere, aber er gehört mir. Wow. Alles klar, jetzt ein Fistbump wie ein Champion! Nein, nur ein kleiner Bump? High Five? Ich meine, okay, gut, ja, wie du willst. Wir können es auch später nochmal. Hier sind alle deine Sterne. Alles, was du tust, zählt. Es geht darum, ständig Fortschritte zu machen. Je mehr du tust, desto mehr Sterne bekommst du, um noch mehr Wahnsinn freizuschalten.
gut, Kid. Es wird Zeit, die Radsportkarriere mit deinem ersten Event anzuschieben. Nimm dir das Bike, fahr wie der Blitz, aber donner dich nicht hin. Du bist pures Gold, Baby! Yeah! Wie du siehst, sammelst du durch die Teilnahme an Events Erfahrungspunkte, die dir helfen, mehr Kram freizuschalten. Und damit meine ich echt coolen Scheiß. Je mehr du schaffst, desto mehr gibt's zu entdecken. Bis später! Hallo, Kid. Ich strecke nur die alten Knochen. Also... Mit dem Sieg beim ersten Event hast du ein tolles neues Ausrüstungsstück gewonnen und dich für das nächste Event der Radrennserie qualifiziert, was? Das freut mich total für dich. Ich meine, sieh mich an. Ja, total von den Socken. Oh, und dein erstes großes Event steht auch vor der Tür, also lass es uns aufmischen und voll absahnen, denn es wird extrem. Peace.
Vor Red Bull Holy Bike, deinem ersten großen Auftritt, solltest du dein neues Bike beim nächsten krassen Rennen ausprobieren. Da sind Top-Geschwindigkeit und Leistung gefragt. Vergiss nicht, das Wegpunkt-Tool zu benutzen, um schneller dorthin zu kommen. Der Untergrund ist in Bestform, perfekter Grip und optimale Bedingungen. Also los, schnapp sie dir! Waldfee, herzlichen Glückwunsch. Du hast dich für Red Bull Holy Bike qualifiziert. Das ist hochexplosiv, also mach dir keinen Knoten ins Höschen, okay? Denk dran, wenn du kotzen musst, dann kotz. Aber mach weiter, denn hier gibt's eine Menge Sterne zu sammeln.
Starte mit Fragen. Ende mit Antworten. Red Bull Holy Bike. Lebensbejahend. Red Bull Holy Bike meldet sich zurück. Wenn das nicht die Chance für Athleten ist, ihr Können unter Beweis zu stellen, was dann? Auf jeden Fall. Das wird ein fantastisches Spektakel.